So, jetzt spielen wir mal wieder ein bisschen was. Oh, mal gucken hier. Ich wollte jetzt mal Vorkosten spielen. Mal gucken, ob wir eine Runde kriegen, wo wir spielen können. Ja, nö. Sieht nicht so gut aus. Grand Operation, was sagst du? Ja, nee. Pazifikkrieg lohnt sich eigentlich nicht. Letztes Mal hatten wir strategisch, ne? Und taktisch, glaube ich, gemischt, ne? Komm, taktische. Wir machen eine taktische. Gut, und jetzt wollen wir mal gucken, weil ich weiß selbst noch nicht, was ich jetzt spielen werde. Wie gesagt, okay, Devastation, das ist schön. Schön in der Hinsicht, dass ich nicht weiß, was ich spielen will. Ich könnte jetzt hier Melee spielen, natürlich mit irgendeiner High-Class MP. Ich könnte es aber auch einfach sagen, ich spiele eine Round MG und gammel mich mal irgendwie von Spot zu Spot. Ich könnte sagen, ich spiele Selbstlader beim Sniper oder ich spiele. Oh, ich glaube, ich weiß, was ich spiele. Oh, wie schön, das Match fängt auch gerade an. Das heißt, so. Gucken. So, G43 finde ich ganz sympathisch. Und ja, auch auf ganz sympathisch neu gespawnt. So, ist das wieder so laut hier, oder? Gut. Mach das dann mal alleine. Kommt da was? Gut, keine Zeit verlieren, wir müssen die D-Flag erobern. Und ab, und ab, und ab, und slide. Na, schade. Hüpfslide und Schüpfslide. Ja, guck mal, Kollege, wenn du vom höheren Spot aus gucken willst, kann man hier hochlaufen und dann macht man den hier. Und dann macht man Hüpfslide. So, wenn von da der Hütte aus keiner kommt. Dann von da keiner kommt, dann wird von nirgends einer kommen. Obwohl. Sag niemals nie. Ja, ich weiß, da ist noch einer. Ja. Und dadurch, dass die hier gecampt haben. Muss ich jetzt auch mal abchecken? Haben die hier ein Beacon? Du bist der Mate, ne? Ja. Ich dachte, du wärst direkt weitergerannt. Das haben die bei uns eh eingenommen. Wir nehmen B ein. Alleine A einnehmen klingt nach keinem guten Plan. Oh, Hüpfslide. Der macht das auch. Sehr schön. Oh. Hier ist gerade kein Dora. Nee, 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 nee. Gute Arbeit. Da habe ich noch ein Wörtchen mitzureden. Okay. Slide. Okay, ich hoffe jetzt einfach mal. Wir campen die ja auch mal ganz gerne. Unter mir? Das wäre auch eine Option. Aber. Oh, brauchst du Hilfe? Mhm. Ja. Ich sehe schon, wer da sitzt. Heißt, wir gucken mal, wie machen wir das jetzt am besten. Wir können ja nochmal piepen. Okay, ich weiß, wie ihr sitzt. Mach ich jetzt euch nochmal ein bisschen schwerer.
So, du bist der Erste. Da habe ich auch was gesehen, glaube ich. Wir haben Ziel Anton eingenommen. Ist der Zweite? War da was? Oder sind das nur die Funken, die manchmal. Ich meine, ich könnte jetzt auch ein riesiges Arschloch sein und dich ja. Du bist jetzt aber von mir. Ja gut, Munition habe ich, Health habe ich, brauche eigentlich so nichts. Ich soll Caesar verteidigen. Haben wir da gerade Bedrängnis? Also Emil wird umkämpft, scheint aber wieder an die Gegner zu fallen. Das ist natürlich sehr unpraktisch, aber. Da kann man sich, glaube ich, auch irgendwo hochglitschen. Ich bin mir nicht sicher. Aufpassen, wir haben Ziel Anton verloren. Nee. Okay, Gegner. Ich habe keine Ahnung. Ja, sag mal, woher wusstest denn du, dass ich hier sitze? Ganz komisch. Okay, das ist, glaube ich, mehr der Bug. Helft mir, verdammt noch mal. Eine Chance auf Revive habe ich eher weniger. Mein Team hat nämlich gerade selbst so ein bisschen Probleme. Also, okay, E-Mail kriegen wir wieder. Caesar ist umkämpft. Das ist unschön. Das ist ein super Spawn gewesen. Guck mal, Leute. Er schießt sie einfach. Ich bin geliefert. Hilfe! Ist das geringere Problem? Ich sterbe! Helft mir! Wir haben soeben Ziel Bertha erobert. Guck mal, da ich marker sie dir sogar. Hilft mir irgendwer! Ihr müsst mir helfen! Ja, sieht sehr, sehr schön aus. Okay. Ich hoffe, wir müssen auch noch mal irgendwie sonst gleich hier irgendwie auf drastischere Methoden zurückgreifen, aber solange wird einer rausgeflogen. Bitte setzt euch nicht vor meine Nase. Ich bin jetzt ja mit einer Long-Range-Waffe ausgestattet. Ist eher sowas wie für. Ob man es glauben mag oder nicht, die Waffe hier ist eher was für Provence und nicht so für Devastation. Obwohl man mit einer Halbautomatik hier auch schon ganz schön eklige Sachen machen kann. Okay, der hat das verstanden. Ja, jetzt wollen wir mal gucken, wie wir das mit Medi-Sachen regeln hier, ne? Ich drücke jetzt nicht durch. Ich hoffe, es kommt wer, aber. Da ist der. Ja, ich meine, wenn du mich jetzt wirklich holen willst. Ja, nee, das ist sehr schön, das willst du nämlich nicht. Auch eine sehr lustige Waffe übrigens. Ist. Nee, nee, nee. Die hier. Ist eine sehr lustige Waffe. Selbst leider. Hat auch was ganz Cooles an sich. Mal kurz gucken. Ich kann sagen, ne? Also ich muss mich ein bisschen mit dem Ding einspielen, aber mit dem Ding habe ich auch schon ein, zwei, ich sag mal, gefährliche Runden gespielt. Würde nicht immer sagen, gute Runden, weil ich auch kein guter Spieler bin, aber. Ja, ich verstehe schon, ihr sitzt da. Ziel Emil ist für uns verloren, Soldat. Wie so ein Haufen Insekten, die sich irgendwo einnisten.
Bleibt ja auch immer gerne sitzen da, wo ihr seid. Und tschüss. Und hi. Okay, dass du so wenig Life hattest, das wusste ich jetzt nicht, aber... Gegner? Ist denn hier die Munitionskiste? Ach ja, da drüben. So, wie sieht's denn auf der Karte aus? Also, wir verlieren C, uns gehört das nicht. Aber hey, wir haben irgendwie mehr Tickets als der Gegner. Ist auch eine schöne Sache. Dann bauen wir uns nochmal alles hier schön zusammen. Ich meine, wir haben gerade eh so viel zu tun. So. Ich meine, jetzt wäre natürlich nochmal ganz praktisch hier für mich irgendwie so ein Scope, weil jetzt sind wir ja wieder auf Long Range unterwegs. Aber ich meine, in den Flaggen ist die gar nicht so schlecht. Also ich habe damals immer gedacht, die sehr, sehr gut. Dann habe ich irgendwie das Gefühl bekommen, nachdem ich sie zwei, dreimal gespielt habe. Ja. Nee. Und dann... Du siehst die nicht. Das ist das, worauf ich hinaus wollte. Ich guck da hoch, ich gehe einen Schritt zurück, weil ich nicht sicher bin und dann tot. Es ist wirklich fast Play in dem Game, ja? Ja, ach Junge, was belebst du mich auch wieder? Du kannst ja auch nicht durchdrücken während der Wiederbelebung. Aber wir kriegen Caesar schon mal zurück, das ist gut. Okay, Panzer will D einnehmen. C kriegen wir zurück. Und wir nehmen B auch noch. Dann können wir mal B noch mal ein bisschen unterstützen. Ob wir es kriegen, ist ja die eine Sache. Ob wir ihre Bemühungen, andere Flaggen einzunehmen, damit immens abschwächen. Ist ja die andere Sache. Hi, ich bin hier. Ah, du blödes Arschloch. Wieso guckst du rein? Ich bin doch gerade so schön da oben gewesen. Ich sterbe. Meine Güte. Aber hey, man sieht ja dadurch ganz praktisch. Egal wie scheiße ich schieße. Und darum mag ich die Knarre irgendwie. Egal wie scheiße. Durch das große Magazin kann ich es mir einfach erlauben. Und einfach mal ordentlich auch was daneben holzen. 26 Schuss, das ist was. Für immens hohen Schadenswert. Du sitzt da auch noch immer, ey. Genau. Aber du bist nicht mehr so in deiner Abschussrange. Das ist einfach ganz simpel mal reintesten in den Laden, aber wirklich voran kommst du auch nicht. Okay, jetzt nehmen wir A ein, das ist gut. Was? Sprengladung, den Kopf. Da hast du wieder Glück, dass das keine Hilfsfeuerwaffe ist. Guck dir da erstmal durch. Ja, pass mal auf, was ich auch noch kann. Ich kann nämlich... Na, so sollte ich jetzt vielleicht nicht, aber... Ah! Ihr steht hier! Mit euch habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ja, STG 44, mein Lieber. Also wenn meine Waffe auch vollautomatisch wäre, würdest du auch den kürzeren ziehen. Das kann ich machen. Keiner. Ist ja so ein ganz beliebter Spot für die immer. Ich weiß, wie die Mündung ist. Ich weiß, wie die Flugbahn dieser Pier ist. Ich werde da so oft hochschießen.
glaubst du nicht. Ziel Anton ist verloren. Dark und Dark und Dark. Kontrolle, Kontrolle. So, wenn ich das jetzt aufgebaut habe, dann gucke ich auch mal. Hey. Ah, keiner hier. Schade. Oh, Munition. Das ist gar nicht so schlecht. So, wir fühlen. Ja, geh mal aus dem Weg jetzt hier. Nee, 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 nicht wie die Lemminge. Nicht wie die Lemminge. Dann gehe ich woanders lang. Ja, woanders lang. Damit rechnest du auch einfach nicht. Wo kommst du her? So unsere Flagge. Geh raus da. Helft mir verdammt nochmal. Medic. Ist keine Idee in sich, ne? Ich sterbe. Ich brauche Hilfe. Spielt wieder alle Sturmsoldat heute. Das ist schön. Ja. Was machen wir denn jetzt? Hilfe! Ja. Okay, wir gucken mal den Kameraden dazu. Der läuft weg, der Mate läuft hinterher und sein Mate macht ihn wieder kalt. Helf mir! Schönes MG42. Ja. Tot! Schreien sie, wenn sie tot sind. Ah, das ist ein Buchstabe. Gut, dann wollen wir mal gucken. Ja. Achtung, Ziel Dora ist verloren. Ich enjoy the game. Aufsuchen könnt ihr später. Also. Sofern ich nicht gleich von irgendwo, wo ich ihn wieder nicht sehe, aufgrund seiner Bewegungslosigkeit einen Headshot fange, ist der unter mir. Wir halten jetzt Ziel Emil. Nein. Doch. Ja. Nein, ja. Sprengladung platziert. Oh. Ziel Dora gehört uns. Da dauert mir das dann auch zu. So, mein Kamerad. Komm hoch hier. Schlafen kannst du, wenn du tot bist. Oh. Wahres Heldentum. Munition wäre auch eine schöne Sache, aber die gibt's da vorne, ja. Ist das hier? Ja. Was ist hier? Oh, Munition. Parken verboten. Oh, schön. So. Dann haben wir jetzt wieder von allen was. Joa. Wie machen wir das denn jetzt? Also. Wir sind am Gewinnen. Das ist gut. Wir sind dabei, ihn jetzt die letzten beiden Flaggen streitig zu machen. Aber echt, also das ist schon, ne? Also Menschenhand, so, ne? Ich meine, scheiße, weil es kaputt ist, ist wegen dem zweiten, ne? Aber. Immer noch beeindruckend, finde ich wirklich. Hat Atmosphäre. Ist nicht komplett schlecht. Ne, ist unser. Ja, ich verstehe schon, wer dich ermordet hat. Da habe ich keine Lust zu. Ah, ich wollte mich doch gerade hinlegen. Ja, guck mal, ne? MG42 campen, ne? Das ist wieder ganz groß. Sanitäter. Wenn ich dich dann fragen dürfte, lieber Camper oder MG42-Spieler, Machine Gunner, wie ich dich nennen soll. Hilf mir, was glaubst du, wie oft das funktionieren wird? Jeden, den du einmal killst, der nicht ich ist, gehe ich davon aus, wird dann irgendwie ganz schnell als ein Sniper zurückkommen und dir mal auf Long Range einen in den Kopf drücken. So, Medi, es wäre jetzt wirklich... Dann halt nicht. Also... Diese absolute Unfreundlichkeit oder dieses Unbedürfnis. An alle Einheiten, wir haben Vorsicht! Emil, seht euch das an!
Ja. Da haben wir jetzt das Problem. Ich bin jetzt ziemlich in der Unterzahl. Du wusstest natürlich wieder genau, wo ich bin und läufst auch wieder ganz stolz. Ich sterbe. Wenn du jetzt hier hochkommst, um zu gucken, ob ich hier wirklich tot bin. Ich wollte schon sagen, ey. Das wird jetzt schon langsam an Waren grenzen. Jetzt haben wir ihnen die Flaggen nämlich genommen. Jetzt sind die ganz wütend auf uns. Ja gut, ne? Jetzt haben wir eventuell ein klitzekleines... Oh. Ja. Nee. Jetzt haben die ein Problem. Ich bin wütend. Wir haben Ziel Antwort verloren. Gut. Oh, mal gucken. Wo seid ihr denn alle? Keiner da. Ey. Utopie ist einfach wieder, ne? Was? Oh mein Gott. Hol JP2 an, ne? Wir hoffen, dass es aber ein guter wird. Da habe ich irgendwo einen Schuss vom Sehen. Und den auf E geworfen. Wo geht der A? Kein einzigen. Uff. Ja, Kollege. Also, da steht keine Schaufensterpuppe. Das weiß ich selber. Ey, das geht ja langsam. Ging das irgendwie schneller, wenn man nah an die Flagge rangeht? Das ist toll. Nee. Geht mal hier raus. Aber danke, ich weiß jetzt, wo ihr seid. Ich bin dem toll, da. Zumindest habe ich da eben Schüsse rauskommen sehen. Hallo. Wollen wir mal gucken, ne? Hallo. Wo sind sie? Hi. Eine Panzerfahrt. Unsere Mine. Jo, ne? Panzerfahrt ist auch wieder schnell vorbei. Ja, Mensch. Weiß nicht. War ja eigentlich ein ganz netter Spiel, aber... Weiß nicht. War jetzt auch nicht irgendwie so umwerfend. Gucken wir mal. So, damit natürlich jetzt nicht die strategische Eroberung hier zu kurz kommt, dann hau ich dann doch noch mal wieder eine strategische hinterher. Ist auch ganz schön, ne? Oh, mal gucken, wie lang das jetzt heute wird, das Video. Aber hey, so. Ich weiß an der Stelle gar nicht, ob ich eigentlich schon mal den Unterschied zwischen taktisch und strategischer Eroberung erklärt habe. Das Ding ist halt dabei, ich verstehe den Sinn dieses Unterschiedes sowieso nicht. Man hätte das auch einfach irgendwie so, keine Ahnung. Was weiß ich, ne? Europa, oder von mir aus einfach irgendwie Eroberung 1939, 42 und das andere hat irgendwie 43, 45 oder ne, sowas in die Richtung nennen können. Hätte mehr Sinn gemacht, so weil Amerika dann ja der Gegner auch ist. Aber gut. Oh, da feindliche Ziele übernehmen. Das ist sehr schön. Also als erstes und wichtigstes G41. So, als nächstes. Hoffen wir auf ein Fahrzeug. Genau, aber Strategie und Taktik, da habe ich mir gerade nicht Gedanken gemacht. Das müsste ich vielleicht mal erklären. Muss ich nicht, kann ich. Also, Strategie, kurz gesagt, ist ja das gesamte Ziel. Ne? Also, keine Ahnung jetzt, ne, wie man es am besten erklären soll. Aber ich sag mal, als Fußball simpel ausgedrückt, wenn das jetzt zur Weltmeisterschaft geht oder Europameisterschaft, ich weiß nicht, ob es auch irgendwie in anderen Ländern irgendwie... Weiß jetzt nicht, Weltmeisterschaft gibt es ja, ne, international. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann auch irgendwie sowas in Asien gibt, wie die AM, so die asiatische Meisterschaft oder so. Ey, da habe ich keinen Plan von mit Fußball. Aber die Strategie ist groß und ganzen Gewinn. Ne? Strategie,
Wir gewinnen alle Matches. So, ne? Deutschland gewinnt alle Spiele, ne? So, WM. Ich weiß gar nicht, ob die 2014 ein Spiele gewonnen haben, aber das wäre so die, ne? Die Strategie. Wir gewinnen das alles, ne? Und die Taktik ist dann halt jedes einzelne Spiel, wie es dann von den Spielern so gespielt wird, da. Diese Spieltaktik von einem. Die Strategie ist es, um zu gewinnen und Weltmeister zu werden, genau. Also, Strategie meint das große ganze Ziel und den Kernbereich vom Ganzen. Und die Taktik ist die Mittel, die man nutzt, um das, glaube ich, anzuwenden. Irgendwie so, das ist irgendwie sowas. Ich hatte das spontan mir nämlich gerade mal so gedacht im Kopf. Wie ist denn jetzt eigentlich da nochmal genau der Unterschied? Da habe ich kurz gegoogelt. Dann wollte ich das einfach nochmal kurz mit reinschallern, weil wenn es auch irgendjemand interessiert, jetzt weiß er es zumindest. Dann muss er sich googeln. Also habe ich eventuell jetzt ja meinen Bildungsauftrag wieder abgeschlossen, damit ich jetzt wieder. So, ja, jetzt reicht es mir aber. Ich brenne ja, lol. Hallo. Ich finde das ganz lustig mit uns beiden. So, und ab um die Ecke. Das ist auch so ganz lustig. Ich hatte ja auch letztens eine Diskussion darüber, ob es denn, was denn jetzt gewohnt oder wann man gewohnt und wann man gewöhnt sagt. Deswegen. Aber das erkläre ich jetzt nicht nochmal. Gewohnt ist es, wenn es schon endgültig ist, also dass es halt schon sehr, sehr lange ist und sich auch nicht mehr verändert. Und gewöhnt ist, glaube ich, wenn es dann gerade noch so, ich sag mal, der Prozess des sich daran etwas dran zu gewöhnen ist. Und Gewohntheit ist dann das, was schon die ganze Zeit immer so ist. Also von daher, ja. Ich glaube, das müsste der Unterschied sein, wenn ich es wiedergeben müsste. Das Ding überhaupt? Ja, aber er mich, ne? Ja, dann müssen wir mal mit reinhalten da bei euch. Ja. Jawohl, Alter! Der ging aber glatt durch. War das ein Tiger? Nee, das war ein Panzer 4. Jawohl, ne. Ich mag die amerikanischen Tanks eh nicht so. Ich habe den jetzt nämlich nur auf Level 6 gespielt, den Greyhound, und wollte mal sehen, wie der sich denn jetzt so spielt. Aber irgendwie so richtig mehr kann der nicht so. Also der hält immer noch wenig aus und schluckt ganz viel, also ist ganz toll. Spiel, was ist jetzt los? Danke. Also, vielen, vielen Dank. Spiel? Das ist doch unglaublich. Also ist strategische Eroberung wirklich nicht mehr spielbar für mich? Werde ich wirklich rausgeschmissen aus den Servern hier? Also wahrscheinlich jetzt echt schön gebannt oder so. Also ich hoffe es ja. Spiel. Ja gut, wenn das Spiel halt sagt, nee, dann sagt das Spiel halt nee, dann sag ich jetzt halt eben nach ihm noch eine strategische Eroberung. Oder zumindest der dritte Versuch, also der zweite. Strategische, der dritte Game-Versuch. Aber hey, wir gucken mal, wie lange das Video jetzt wird. Wir haben jetzt ganz viel Spaß jetzt erstmal hier und gucken wir mal, ne? So, erstmal ganz wichtig, okay, wir spielen Deutschland, wie immer. Server ist super schön leer, also das kann immer zwei Gründe haben. Das kann A heißen, Hacker. Der wäre jetzt hier der Generalverdächtige, wenn ich das mal so ganz frech sagen darf. Weil, I don't know. Könnte jetzt sein. Ich weiß es nicht. So, und... Oh, jetzt mein neuer Skin hier, ja, ne? Seht ihn euch an. Ist ja nicht schön. Ich mag das mit dem Innenansichts-Cockpit-Zeugs nicht so. So, dann wollen wir mal gucken. Meine erste Round, die ich hier mal gezeigt habe, wie ich so drauf bin mit Jagdflugzeugen, die lief ja ganz gut. Da konnte ich zeigen, ich kann so ein Ding bedienen. Das heißt, jetzt darf ich es mir nicht erlauben zu scheitern, weil dann so wäre das eine ziemliche Blamage.
So, drücke ich dir die Raketen jetzt oder gleich? Ich weiß es noch nicht. Ah, ich würde sie dir jetzt schon gerne drücken. Und verkackt, das heißt, jetzt muss ich dich so niederstrecken. Und let's go. Du wirst nicht ausweichen. Ich weiß, wie ihr fliegt. Das Nervige ist immer nur, ihr seid nämlich auch ziemlich wendig im Gegensatz zu den meisten Spitfire-Modellen. Zumindest für meinen Geschmack. Aber für dich hat sich die Sache jetzt eh geledigt. So. Ich weiß nicht, also wenn jemand Tipps hat, so wegen meinen Zweikämpfen wie immer. Und immer gerne raus. Also. So. Jetzt habe ich mich gedreht. Da ist er. Und. Okay. Der Server ist so leer, ne? Ich habe irgendwie die ganz, ganz miese Befürchtung. Na okay, ich wollte gerade sagen, jetzt so Fliegerfaust wäre jetzt mal. So, das ist jetzt auch mein letzter Versuch. Noch ein einziger hier. Das ist der letzte, ja. Für die strategische Eroberung, weil ich jetzt wirklich, 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 wirklich keine Lust mehr habe, hier nach ungefähr, also mindestens 2 Minuten so, ne? Keine Ahnung, wie lange war ich jetzt eben drin? Ich weiß es nicht, aber ich wurde ja so schön schnell wieder rausgeschmissen. Das hat richtig Spaß gemacht. So. Also gut. Wollen wir mal gucken. Also. Was bietet sich denn mal auf dieser Karte an? Das ist immer eine sehr gute Frage. Wie brennen wir so eine Sache? Hm. Panzer fahren ist aber auch eine tolle Sache. Wollen wir mal gucken. Vielleicht ziehen wir ein bisschen was auf der Karte, vielleicht ziehen wir nichts. Ich meine, so wie ich das kenne, ich meine, der japanische Panzer, der ist wirklich overpowered as fuck. Also, ne, also wenn du da die dicke Kanone reinhaust, ich meine jetzt nicht diese dicke Mörserkanone, ich meine schon das lange Rohr da. Wenn du den Lauf da in den Panzer reinhaust, dann ist der Sherman hier auch wirklich, ne? Also der ist da nicht lange am rum machen. Dabei war der Sherman wirklich mal sehr stark irgendwie, habe ich das Gefühl gehabt. Wir haben den ersten feindlichen Soldaten. Ah, hey. Wir werden es jetzt ja sehen. Gut. Ah. Ja. Aber sehr langsam kommt man hier nur voran. Ich könnte schon wieder austicken, wenn ich wieder sehe auf der Minimap, dass sie da wirklich wieder diesen kostenlosen amphibischen Panzer stehen lassen. Leute, der kostet nichts. Du musst hier nicht einsteigen und mich repairen. Nimm dir den Tank da. Ich meine gut, wenn den keiner will. Sehr schön. Ja, sehr schön. Gute Arbeit. Ja, danke. Jetzt gehen wir mal kurz außer der Gefechtszone hier. Genau, das meinte ich. Denn die hier. Jetzt ist er rausgefahren, jetzt ist er dran. Ja, du hast keine Chance. Du bist der billige Kostenlose, ne? Da hat mein Flugzeug jetzt noch nicht geholfen. Oh, danke, Mace. Ihr seid die Besten. So. Ja, jetzt muss ich nur noch mal drauf hoffen. Vielleicht repariert mich ja einer. Kann das jemand reparieren? Ja, das ist der Spruch allein. Ich habe einen Schaden. Ja, der will mich. Das ist nämlich das große Problem hier hinter.
gucken. Jetzt muss ich mich irgendwie nach Caesar erstmal zurückziehen, weil das ist ja das Battlefield 5 Panzersystem. Du kannst dich nicht mehr mobil aufmunitionieren und reparieren, aber das ist jetzt nichts Neues. Und dass das jetzt nicht ein Scheiße ist, weil man dadurch wirklich... Ja, wie sagt man, ne? Also, hier heißt das da Punkte pro Minute, ne? Das ist ja echt schon kacke. Naja. So, mal gucken. So, Ammo haben wir jetzt wieder. Oh, sehr schön. Ich meine, wir haben einen Panzer kaputt gemacht. Wow, ne? Ist eine richtige Glanzleistung. Oh, oh. Jo, hau, hau. Ja, das ist auch schon geflutet, das Beiboot. Ja, und warum dieser Scope hier immer noch am Buggen ist und nichts anderes, das ist ja auch ein Rätsel. So, unsere Flugzeuge sind auch so semi daran interessiert, uns am Boden mal zu unterstützen. Ich meine, die gegnerischen Flugzeuge, die wissen hier, was sie hier tun. Habe ich da nicht eben das Blickfeld auf einem Panzer? Sehr schön! Warum ist mein Todesurteil? So. Wenn mich jetzt irgendeiner spottet, wie gesagt, ne? Eine Zio, kein Thema. Ein Anflug, das reicht. So. Ja, Half-Life muss reichen. Okay, unsere Corsairs unterstützen jetzt doch mal ein bisschen. Das heißt, dann sind die Zeros ein bisschen abgelenkt. Oder beschäftigt zumindest. So, mein Mauspad hat wieder Krümel. Das heißt, ich könnte schon am liebsten wieder echt Anfälle kriegen. Woher kommt dieser Krümel? So, muss ich da eigentlich ganz runter oder kann ich mir den Weg auch so dezent sparen? Oh, ich kann mir den auch sparen. Sehr schön. Hier da drüben irgendwo die Richtung ist ein Panzer. So. Ist cool, ne? Panzer kaputt machen. Also ob ich jetzt sterbe oder nicht, das macht ja Unterschied. Weil, wie ich hier irgendwie, ne? Da mich aufmunitioniert und wieder repaired habe und der andere den nächsten Panzer gezogen, das macht keinen Unterschied. Macht gefühlt keinen Unterschied. Und ich kann ja auch nicht effektiv gegen Infanterie vorgehen, das ist noch schöner. Weil nach B rüberfahren, das ist eine nette Idee. Aber die Sinus am Himmel, das bringt nichts. Mal gucken, wer da so schießt. Ja, sieht man jetzt auch nicht so ganz, aber ja, nice. Gut. Aufmerksamkeit auf den Smoke lenken. Weh, das Ding säuft hier drin ab. Sehr gut. So. Aufpassen, Ziel Caesar ist verloren. Den Flügel jetzt nur ein bisschen als Deckung hier. Aber. Ah, Gegner. Die Frage ist, wo ist der Gegner? Ziel Bertha ist jetzt in unserer Hand. Ja, da irgendwo. Ja. Kann
mich noch einmal wieder repairen direkt. Gut. Wir haben Ziel Emil erobert, Soldat. Pazifik, Panzer spielen. Nee. Sorry. Ist nicht meins. Auf anderen Karten ist das gar kein Thema. Vernichtung. 38T Vollautomatik. Spiel ich richtig gerne. Wieso haue ich jetzt die vernichtenden Treffer hier auf? Ah, ich bin nach links gedeckt. Schlechte Idee. Okay. Sprengstoff zerstört. Naja. Ich bin jetzt auch nicht so doof und geh da jetzt eben. Ich fahre ja schon wieder schön durchs Wasser unten. Und jetzt müssen wir mal gucken. Das heißt, ich werde jetzt lieber hinten rum eigentlich. Weil ich jetzt auch nicht weiß, wer sieht mich von F. Erstes muss du weg. Na, ich riskiere es jetzt einfach. Und wenn ich ihn jetzt fresse, dann. Ich höre doch immer wieder wen. Ja, bei D fahre ich mich niemals aufmunitionieren. Da träumt man von. Also, was da immer an. Da fliegt die Zero ja direkt rein. Na, ja, sieht man ja auch hier. Das wäre natürlich jetzt auch so eine geile Vorlage für den Screenshot, ne? Ja, das ist an der Hand hier. Okay, muss höher. So vielleicht. Jawoll! Oh, dann schauen wir das ja auch süß. Meiner ist ein bisschen dicker vom Kaliber, aber. Ja. Nachdem ich jetzt wieder ein bisschen Bum-Bum gemacht habe auf der Karte, kann ich den Rückzug wieder antreten. Die Karten hier sind ja auch einfach 8-mal größer. Da muss man ja auch nun sagen. Oh, ist jetzt 8-mal größer, ne? Aber die haben ja schon ein bisschen mehr, ich sag mal, Battlefield zu bieten. Und das ist also mit einer Karte wie Vernichtung oder Arras, da kannst du mit dem Panzer schon ordentlich was anrichten. Hier ist das eher so, ne? Ich beobachte. Ich beobachte nur. Achtung, wir haben Ziel Emil verloren. Na, schafft das? Ich würde natürlich begrüßen, wenn nicht, ne? So. Ist ja klar. So, vielleicht mal gucken, wo ich hinfahre. Puh, hat das geschafft? Ich kann es nicht sagen. Naja. So, also was gehört uns denn noch nicht auf der Karte? Ja, uns gehört auf jeden Fall auch schon mal der Hauptteil des Schlachtfelds. Wir sind ja jetzt eher auf ihren Bereich da drüben so verbannt. Das heißt, ich kann natürlich nochmal so einen Angriff auf E wagen. Ja, auf E ist eh ein Panzer, das heißt, Angriff wird sowieso befolgen. Ja, die Zeros sind jetzt eh so ein bisschen. Mann! Jeder andere Ast wird abbrechen. Na, ja, wir nehmen einfach F ein. Ja, da liegt was. Mir Sorgen machen. Ich meine, da ist eine Pack, das weiß ich.
eigentlich brauche ich gar nicht in den Kampf übergehen, weil der Tank hier ist angehittet. Ich kann mir den ganzen Panzerkampf sparen. Der ist halt 8-mal im Vorteil. Das ist einmal so. Da werde ich niemals gewinnen. Alles, was ich jetzt machen kann, ist ihm ein richtig schönes Überraschungsmoment gönnen. Weil ich komme von einer Seite, von der er nicht rechnet, dass ich da komme. Und wenn der mich von hier wirklich erwartet, dann gute Nacht. Sofern der noch hier ist. Ja, der ist noch hier. Okay, der Karten haben wir gut 2 Hits gelandet. Jetzt setzen wir ihn. Ja. Der versteht schon, worauf ich hinaus will. Ja. Panzerkampf, ich sagte eben noch keine Chance. Ich korrigiere mich gern ein bisschen. Ich brauche nur einmal durchmachen. Dann ist das schon gut. So. Wir haben Ziel Gustav eingenommen. Bin nicht so unbedingt. Wow. Tja, also mit dem Move habe ich auch gerechnet. So, ich hoffe, die haben jetzt kein Beacon hier aufgestellt. Wir haben auch A verloren, das ist auch sehr schön. So, ja, ich bin repaired. Ich brauche nur Munition, alles gut. Da steht auch ein Panzer oder was? Japanischen Panzer übernommen. Rückwärtsgang. Ja, also ihr könnt da ja easy hin, ne? Meinem Tank wird auch nicht das. Auch wenn das hier wirklich das heftige Geschütz ist. Panzer nähert sich! Kannst du sagen, was du willst? Da liegt eine Mine drauf, whatever. Da sieht mich trotzdem wer. Ich fahre da niemals drüber. Ich fahre durch den Fluss. Gut, also. Eieiei, ist hier eingeprasselt worden, ey. Na gut, ne? Da wir jetzt A und B verloren haben. Also unsere, ich sag mal, Main-Flaggen. Ist es durch Zeit geworden, da mal einen Besuch abzustatten der A-Flagge. Ich habe auch gesehen, dass da ein Panzer rumgefahren ist. Es scheint nicht unserer zu sein, oder? Ja. Das werden wir jetzt wohl rausfinden. Ne, wollte gerade sagen. Oh, wieder lustig. Manchmal haue ich ein 40er-Head raus, dann ist vorbei für den Gegner. Aber wenn es wirklich drauf ankommt, dann habe ich diese Hits nicht. Junge, wow. Also du nix gut kannst, Panzer. Ey. Okay, jetzt bin ich neugierig. Herausfinden, wo du sitzt. Und wenn es mich halt eben
den Panzer kostet. Aber das ist hier doch irgendwo noch. Hatte ich doch schon wer oder was? Mensch. Na gut. Jo, Mensch. Wir sind einmal rübergefahren, haben den Panzer verwundet, haben dann Assist so halbwegs zu bekommen. Ja, die prasseln da schon mal ein bisschen rüber. Ja, nicht stehen bleiben, ne? Wen siehst du da, dass du real auf ihn schießen müsstest? Munition ist kostbar. Guck mal, das hier darfst du nicht machen. Also ich bin jetzt aus Versehen drauf gekommen, deswegen. Scheiße. Das passt ja wieder, aber gut. Ich glaube, das ist chancenlos für den Gegner, wenn hier noch welche sind. Hier sind noch Gegner. Ja, gute Nacht, ne? Weil ich hatte den Enemy eben kurz hier einmal gesehen. Was ist denn einem? Fahrwerk oder lass es. Ich mach das Ding nicht da. Ich habe noch ein bisschen Munition und dann behalte ich lieber den bisschen Standmunition, als was ich in meinem Panzer fühle hier. So. Nur gespannt. Wer greift denn alles mit dir an? Ist das jetzt nochmal die große Offensive? Werden wir jetzt nicht rausfinden. Nehmen wir mal den überhaupt nicht auffälligen Weg. Das Ding ist, ich wähle diesen Weg, weil wir haben die absolute Panzerhoheit. Wenn du das überlebst, ne? Ich stelle mich ganz gerne hier hin. Da habe ich gar kein großes Problem mit. Weil ich fahre da niemals rein. Weil das ist Selbstmord. Da kommen diese, genau diese Kandidaten. Kommen dann immer. Das ist sowieso mal Zeit für mich, da ein bisschen wegzufahren. Ah. Ja. Also jetzt wäre ich sogar dazu geneigt, das Labor C wieder aufzubauen. Aber wir verlieren den ja gerade, den Scheiß. Drei Schuss in der Main Gun, unpraktisch. Ich brauche ein bisschen HP, ne? 60, ja. Ich habe aber Schiss, wenn ich bei D reinfahre, dass mich die Sie überholt. Ja. Wo auch immer du herkommst. So random. Wo kam der her? Also, da brauche ich auch nicht warten oder so. So. Hä? Alles unser. Also, ich habe den ja auch nicht vorher gekillt, dass der irgendwie Salt auf mich wirkt. Also, der ist jetzt hier quasi so rum und hat sich gedacht, hier oder kam so oder... Hä? So, wie viel haben wir gespielt? Boah. Ja, pff. Ja, gut, ne? Also, ich will ja nichts sagen, aber... Ja, nee. Da haben wir nichts zu.
Na gut, ne? Also ich will jetzt auch nicht ewig hier weitermachen. Eigentlich. Ziehen wir nochmal rein. Bin jetzt auch langsam schon spät und ich möchte auch gleich mal Schluss machen hier. Ich wollte noch mal eine Runde wieder aufnehmen jetzt hier noch. Deswegen, also ich nehme am liebsten immer zwei volle Runden auf, aber es gab ja diese ganzen Abstürze jetzt, deswegen. Habe ich gedacht, dann mache ich einen Ticken länger, so einer so. So, mal gucken, ne? Naja. So, gut. Ich höre schon wieder die Schüsse einprassen. Wichtige Frage ist jetzt, wo befindet sich denn unser Kollege, der uns gerade gekillt hat? Weil wenn er immer noch da ist, dann weiß ich. Also wenn er wirklich so gut aus dem Hinterhalt kommt, könnten wir Probleme haben. Weil der eine Typ, der ist mir wirklich ein bisschen suspekt. Ein Sass. Wir wollen ja mal ein Among Us-Meeting einberufen. So. Voll der Skin, ne? Ich war mir nicht sicher, ob die One-Shot ist, die Salve. Das ist der Wellengang, ja. So, runter von der Brücke, bevor mich irgendjemand sieht. Das wäre gut. Caesar wieder ein. Ziel Caesar gehört uns. Sehr schön. Ja, wir können das natürlich nochmal einen Push auf E-Mail machen. Ist absolut eigentlich drin. Ne? Große Frage ist, was haben wir denn so bei E-Mail alles stehen? Und ich sehe auch einiges an Schüssen aus der und in die Richtung irgendwie so. Na? Steig den Koffer noch mal raus. Das geht schneller, ins Hauptgeschützmunition verschwendet. Aber genug Munition habe ich auf jeden Fall noch drin, um einen Panzer zu knacken, plus einen Support-Panzer mehr, ne? Ja, ey, Junge, Junge, Junge. Das hast du richtig gefühlt, mit ihm zu geben, ne? Ja, was ist denn jetzt? Jetzt ist die Pack weg. Noch immer so mutig? Ich stehe jetzt hier im Wasser. Ich komme jetzt hier raus. Der Sturm ist zu Ende. Jetzt habe ich wieder Top-Sicht. Ich nehme jetzt mit meinem Kollegen gleich E ein. Wo willst du denn? Den müssen wir mal in die Luft jagen, bevor ihn einer nimmt. Ich weiß jetzt ungefähr, wo ihr sitzt. Das ist schön. Ja. Na, scheiß drauf.
Ruckzuck. Ah, schaffen wir es weg, schaffen wir es weg, schaffen wir es weg. Ja. Wie lange wir ihn jetzt hinhalten können, ist die andere Sache. Was ist das? Unser alter Freund, nochmal. Der handelt mich auch nicht, ne? Nö. Wenn ich mich jetzt also hier hinstelle. Wie süß. Das ist ein Fehler gewesen. Jetzt bin ich mich weg. Weit, weit weg. Und ich bleib jetzt hier stehen. Du glaubst doch nicht, dass ich zum Ende der Runde noch meinen Arsch wieder raushol. Cool. Hm, ein bisschen zu toll. Wie geil. Nur um dich ein bisschen zu trollen. Ja, ja. Na komm. Einmal sterben geht noch zur Not. Komm schon, eine Mine liegt hier doch. Ich fahre nur lang. Macht was ihr wollt. Ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg. Komm schon. Die Mine oder die Rakete der A6M? Ich sehe, eins davon kommt. Die Runde ist eh gelaufen. Aber jetzt hat der Gegner nochmal die Flaggenhoheit oder was? Ja, auch geil. Dann gewinnen wir das Matches of Kills, oder wie? Na, auch schön. Ja, wir haben wieder einen einsatzbereiten Panzer, ne? So, so nett. So, Mann, danke. Dank. Bist ja auch in meinem Video jetzt drin, wäre ganz stolz. Ah, Sino Tank Noobs. Ja. Danke. Ist ja auch nicht so, als wenn Panzer fahren, Anspruchs. Also es ist einfach. Panzerfahrer sind mehr wert auf dem Schlachtfeld als ein Infanterist, weil ein Panzer nochmal zur Not ein bisschen das Match oder die Flagge kippen kann. Der kann auch mal kurz alleine das Team carryen. Mein Lieber, das ist einfach... Infanterie... Das ist einfach... Nee, ich sag da gar nichts zu. Mit dem Panzer kann ich andere Panzer ausschalten, das Team supporten und meine Flagge zur Not auch alleine, wenn es sein muss. Einnehmen. Als Infanterist bist du da nicht so viel irgendwie auf dem Schlachtfeld an Punkte wert wie an Spielwert. Ja. Hoi. Oh, ein Hai. Aber braucht er keine Angst haben. Hilfe. Ah, guck mal, sogar noch bester Squad. Da wäre ja ganz happy jetzt. Da kommt auch noch irgendwie so ein. Was ist denn dieser Coleman da geworden hier? 22, 12. Joa, keine Ahnung, warum der sich jetzt beschwert hat, aber ja, gut, ne?